Jo, Putzmann hier. Auf einem, ja, ich bin auf einem Parkplatz, aber darum geht's heute gar nicht. Wenn er dann sagt, das ist ein Parkplatz. Nein, da ist zwar einer, aber darum geht's heute nicht. Und zwar, ich befinde mich heute in einer Straße. Mir ist der Name gerade entfallen. Scheiße. Ich hoffe, mir fällt er ein und dann werde ich ihn fotografieren und euch schicken. Ins Video mit reinschneiden. Mir geht es darum, hier gibt es einen ganz, ganz tollen türkischen Supermarkt. Ich gehe sehr gerne in diesen Supermarkt einkaufen. Also das ist, der hat viele Dinge. Ich esse auch gerne. Der hat seine eigene Metzgerei und ich habe mir da mal Fleisch geholt für eine Grillparty. Boah. Ich selten so geiles Fleisch gegessen. Also wow. Man braucht halt nicht immer Fleisch, nicht immer Schwein. Ich esse gerne Schwein, das ist nicht, aber wow. Mir geht es darum, dieser Supermarkt, der ist super. Er liegt an einer sehr bewohnbaren Straße. Hier ist sehr viel los. Hier wohnen sehr viele Menschen. Und was mir aufgefallen ist, es gibt nicht alles dort. Wie gesagt, ich kann hingehen, ich kann mir dort Fleisch kaufen, ich kann mir ein paar Reinigungsmittel kaufen. Ich werde aber dort beispielsweise jetzt, wenn einer sagt, Corona. Ja, es gibt tatsächlich dort allgemein gar kein Klopapier. So. Oder jetzt hat er dann einen Geschirrspüler bei sich. So. Du wirst kein Salz bekommen bei diesem Supermarkt und auch leider kein Klarspüler. Was ich sehr, sehr schade finde, weil das ist ein sehr, sehr toller Supermarkt und es fehlt zu viel in meinen Augen. Er ist klein, er ist fein, er hat in vielen Dingen hat er eine ganz tolle Auswahl, viele für Sachen, auch für türkische Dinge. Ganz toll, türkische Produkte kann man sich dann immer mal suchen. Verschiedene Gewürze, auch ganz klasse. Milch jetzt nicht weniger, wenn du da reingehst und holst Milch, dann kriegst du natürlich die deutsche Milch von dem deutschen Bauern, der sich angepisst fühlt, weil er zu wenig dafür bezahlt bekommt. Aber er bekommt ganz, ganz tolle Sachen. Und das wollte ich einfach mal gesagt haben. Er hat dort eine sehr, sehr schöne Auswahl. Aber wenn man sagt, hey, ich will mal Kleinigkeiten kaufen, dann ist der Laden super. Für Großeinkäufe ist dieser Laden leider nicht gemacht. Und das finde ich sehr schade. Vor allem für die Menschen, die halt in dieser Straße wohnen. Oder auch halt in der Nähe, weil sie wissen, hey, ich habe jetzt mehrere Möglichkeiten. Ich habe jetzt die Möglichkeit, okay, ich gehe jetzt dort einkaufen, hole mir dort ein paar Reinigungsmittel, ich hole mir dort vielleicht was, ein bisschen Fleisch, ein bisschen Käse, auch Brot. Die haben eine eigene Bäckerei und super, ey, türkisches Fladenbrot. Also jetzt nicht aus dem Aldi, sondern original türkisches Fladenbrot aus einer türkischen Bäckerei. Geiler geht's nicht. Und die ist halt viel weniger, als wenn ihr in die Supermarkt geht. Das steht schon mal fest. Oh, und das schmeckt, oh. Es schmeckt so gut, ich stehe darauf. Ich liebe türkisches. Ja. Und bei diesem, die müssen dann nicht überlegen. Wenn sie im Monat, die müssen entweder dann bis zum. Weil es gibt drei Möglichkeiten. Du kannst bis zum Lidl gehen, der ist hier in der Nähe. Du kannst bis zum Rewe gehen, der ist auch in der Nähe oder zum Normal. Aber du brauchst zu allen, der hat mindestens 10 Minuten Fußmarsch. Das ist das Problem, je nachdem, wo du wohnst. Kann jetzt sein, dass einer ganz hinten auf einem Bahnhof wohnt, der sagt, oh, das macht jetzt den Unterschied, ob ich jetzt zum türkischen Supermarkt gehe oder zum Lidl, aber im Normalfall brauchst du etwa 10 Minuten von fast jeder Stelle. Aber wie gesagt, und das ist etwas, das ist so eine kleine Botschaft an Bad Kreuznach, dieser Laden, wie gesagt, ich versuche noch kurz die Straße zu fotografieren, um euch das zu zeigen, weil dieser Laden, der muss mehr bringen. Der Laden ist total beliebt, ich selber, IJK, IJK-Mitglied, ich liebe diesen Laden, wir kaufen dort sehr gerne was ein, auch Schafskäse, eine Bekannte dort vom IJK, die macht viel mit Schafskäse von dort und der Schafskäse ist super, also wow. Und man muss echt sagen, man kann sich nicht beschweren, also das ist einer der besten kleinen Läden in Kreuznach, nur dass es halt so wenig gibt in meinen Augen. Aber nicht nur in meinen, sondern auch in vielen, die auch hier wohnen, sagen so, ja, aber der hat nicht so viel, ich muss immer bis zum Lidl laufen, ich muss jedes Mal bis zum Normal laufen, ich muss jedes Mal bis zum Rewe laufen. Es ist halt, er ist super. Der Laden ist, ich will auch nicht hingehen und sagen, hier, schmeißt alles raus, damit er mehr Platz für anderes macht. Der Laden ist halt nicht groß. Aber das, was er anbietet, das macht er gut. Und das will ich echt festhalten. Naja, das war so eine kleine Botschaft von mir. Haut rein, wir hören voneinander. Ciao.